Hallo liebe Kiket-Freunde, herzlich willkommen zu unserem Kiket-Tutorial, Kiket für Anfänger. Wie beim letzten Mal schon angekündigt, wollen wir heute unser eigentliches Projekt beginnen, und zwar den Arduino Uno. Ich habe da schon einiges vorbereitet und wir wollen auch gleich damit starten, wie wir uns alles zusammenstellen. Ich werde jetzt bei diesen folgenden Videos nicht mehr ganz so viel erklären oder zeigen, es sei denn, es ist äußerst wichtig oder nötig. Wenn Fragen sind, bitte unten in die Kommentare und wir gehen dann beim nächsten Mal darauf ein. Ja, zunächst einmal starten wir hier unser KiCad. Wir haben hier noch unser letztes Projekt drin, was wir ja beendet haben, diese kleine LED-Platine, und ich werde zunächst einmal sagen, Datei, neu, neues Projekt. Unser Projekt werden wir speichern in dem Ordner, den wir auch ganz am Anfang mal angelegt hatten, C Dokumente, KiCad und dann Projekte. Ja, ich fahre hier, wie gesagt, Linux. Da sieht es ein bisschen anders aus, aber die ganzen Ordner habe ich jetzt hier auch gleich so eingerichtet, wie ihr es dann auch bei euch finden werdet. Zunächst einmal vergebe ich jetzt hier einen Namen für unser Projekt. Wir nennen das Uno-PCB und speichern das dann unter C Dokumente, KiCad Projekte. Kurz ab. Ihr seht hier auf der linken Seite jetzt die beiden Dateien, die wir jetzt hier angelegt haben. Also KiCad hat sie eigentlich schon automatisch angelegt. Und wir wollen heute nicht damit beginnen, hier jetzt in KiCad erstmal den Schaltplan zu erstellen, sondern ich werde euch mal zeigen, wie man sich von anderer Quelle Bauteile, Symbole und Footprints downloadet, beziehungsweise wo man sie herbekommt. Dazu möchte ich sagen, es gibt zwei große Elektronikversender, die eine eigene Bibliothek für KiCad erstellt haben. In dieser Bibliothek befindet sich sowohl die Footprints wie auch die Schaltsymbole, und ich arbeite mit dieser Bibliothek sehr oft und sie ist auch sehr umfangreich. Ich meine, KiCad bringt schon eine Reihe an Bibliotheken mit, sowohl für Bauteile als auch für Footprint. Aber ich finde diese Bauteilbibliothek und Footprint-Bibliothek von dieser Firma finde ich ganz gut, weil es für meine Arbeit viele Symbole und Footprints enthält. Ich gehe mal eben auf die Seite, wo wir diese downloaden können. Die Seite ist wahrscheinlich auch bekannt, GitHub, da kann man sich viel für KiCad downloaden. Wir werden im weiteren Videos des Öfteren hier auf diese Seite gehen und uns da einiges herunterladen. Die Firma, die ich eben gemeint habe und auch ein großer Elektronikversender ist, was Bauteile und Elektronik-Sachen angeht, nennt sich DigiKey. Also ich tippe hier oben im Suchbegriff mal ein, DigiKey. Und dann gebe ich mal hier als Zusatz noch KiCad ein und drücke mal Enter. Und als ersten Eintrag erhalte ich jetzt hier ganz vorneweg die sogenannte DigiKey Library. Sie beinhaltet, wie gesagt, viele Footprints und Bauteile, die ich benötige. Das sehen wir hier. Wir haben hier zwei Ordner. Einmal den Ordner footprints.pretty und den Ordner DigiKey Symbols. Den Rest bräuchten wir eigentlich nicht, aber wenn man jetzt hier drauf geht auf Klon oder Download und sagt Download Zip, dann gehen wir wieder in unseren Ordner, den wir hier angelegt hat, Dokumente, KiCad, und dann haben wir ja auch einen Ordner Lib angelegt und wir wollen in Zukunft unsere selbst erstellten oder downgeloadeten Footprints in diesem Ordner abspeichern. Dazu gehe ich rein und sage Speichern. Und ihr seht hier unten schon in der linken Ecke, er ist jetzt auch schon fertig. Ich gehe einmal drauf und sage einmal Öffnen. Dann öffnet sich bei mir jetzt hier der Entpacker, denn das Ganze war ja ein ZIP-File. Ich sage jetzt hier Entpacken und im gleichen Ordner werde ich es jetzt entpacken, also in den Ordner Lib, sage Entpacken und dann ist er auch schon fertig und ich schließe dann hier den Entpacker und gehe jetzt mal zurück auf den ersten Bildschirm von mir und öffne jetzt hier mal meinen Datei-Explorer, gehe hier in Dokumente, KiCad Lib
Und das entpackte ZIP hier schon drin. Das eigentliche ZIP-File werde ich jetzt löschen. Und wie gesagt, wir brauchen ja nur diese beiden Ordner. Einmal den .pretty-Ordner und den Symbols-Ordner. Die anderen Sachen, die werde ich wieder löschen. Und wir haben jetzt hier unsere beiden Ordner. Wie gesagt, KiCad benötigt ja immer beides. Einmal Symbole und dann anschließend nochmal die sogenannten Footprints. So, das hätten wir schon mal getan. Jetzt zeige ich euch mal, wie man diese Bibliotheken einbindet. Dazu gehe ich mal zurück zu meinem KiCad und öffne zunächst einmal hier unseren Schaltplaneditor II Schema, so heißt er nun mal. So, jetzt öffnet er sich. Wir haben da ja noch nichts drin, keine Bauteile und nichts. Wir wollen jetzt erstmal die Bauteilbibliothek hier für den Schaltplaneditor nutzbar machen. Dazu müssen wir natürlich bekannt geben, hier KiCad, wo er diese Bauteile findet. Und zwar gehe ich jetzt hier einmal drauf auf Verwalten von Bauteilbibliotheken. Es öffnet sich das altbekannte. Wir gehen hier auf Global, scrollen am besten so weit wie möglich nach unten, bis es nicht mehr geht. Und klicken dann einmal hier auf das Icon dieses und navigieren dann zu unserem Ordner Dokumente Lib. Und wir möchten jetzt ja nur die Symbole eintragen. Also gehe ich hier mal in den Ordner Symbole, klicke dort drauf und ich sehe jetzt hier sämtliche Symbole, die diese Bibliothek von DigiKey mitbringt. Da sind verschiedene Bauteile drin, ist sehr, sehr umfangreich. So, wir müssen jetzt noch mitteilen, was wir da alles importieren wollen. Ich klicke jetzt hier mal auf den ersten, scrolle dann herunter und drücke dann mit der Shift-Taste und den letzten und markiere mir alle. Da ich diese Bauteilbibliothek bei mir schon drin habe, möchte ich jetzt hier nicht auf Öffnen klicken, weil dann wären sie doppelt. Ihr klickt jetzt hier einfach auf Öffnen. Ich nicht, ich mache hier Abbrechen. Hier seht ihr dann die ganzen Schaltplansymbole und zwar fangen die immer an hier mit DK, DK und dann irgendwas. DK-Switches, da sind dann zum Beispiel hier die ganzen Taster und Schalter drin oder hier RF-Transceiver und so weiter und so fort. Jetzt eine Sache nochmal hier ganz kurz gesagt, weil ich das für sehr wichtig halte. Ihr seht hier tausende Schaltplansymbolen. Wenn ihr jetzt keinen schnellen Rechner habt, dann würde ich euch raten, ihr seht hier immer so ein Häkchen davor. Also man muss nicht alle hier benutzen. Wenn ihr eine Bibliothek abwählen wollt, klickt ihr einfach vorne auf dieses Häkchen. Das verschwindet dann wieder und dann wird sie nicht immer mitgeladen. Wenn ich hier neue Bauteile platziere, ich demonstriere das mal einmal kurz, ich gehe hier auf Bauteile hinzufügen und klicke dann einmal, dann seht ihr hier so einen Balken, der läuft und wenn ihr einen langsamen Rechner habt und da hunderte oder tausende von Schaltsymbolen einlädt, dass das sehr lange dauert. Die Bibliothek, die ich gerade abgeklickt habe, ist jetzt nicht weg. Ich gehe nochmal auf Einstellungen und auf Verwalten von Bauteilbibliotheken, dann hier auf Global und ich hatte ja gerade eine abgewählt, ich suche sie nochmal, da ist es schon hier, ich habe diese Trimmer-Bibliothek abgewählt gehabt und wenn ich sie wieder benutzen möchte, klicke ich es einfach wieder an, dann hat sie wieder ein Häkchen davor und ihr könnt sie durchaus wieder benutzen, wenn ihr Bauteile auf dem Schaltplan platziert. Solltet ihr Bauteilbibliotheken oder einzelne Bauteile sehr, sehr oft benutzen, könnt ihr auch hier als erstes, das ist hier alles jetzt alphabetisch geordnet, glaube ich, ja, fängt mit A an, geht dann weiter hier über B, hier für Batterie, dann C. Wenn ihr eine Bauteilbibliothek sehr oft benutzt, könnt ihr auch draufklicken und ihr klickt eins an. Und mit dem Pfeil nach oben, Pfeil nach unten Taste könnt ihr dann, wie ihr jetzt seht, die Position ändern. Ja, dann wird diese Bibliothek, diese Schaltplan-Symbolbibliothek sehr schnell als erstes oben angezeigt und dann geladen. Das heißt, dieses Ranking sagt nichts anderes aus, wenn ich jetzt hier ein Bauteil platziert, dann würde das hier oben von der Reihenfolge dann als erstes erscheinen. Nur mal so kurz am Rande. Wir müssen jetzt noch Folgendes tun. Jetzt haben wir ja die Schaltplanbibliothek, die wir downgeloadet haben, hier unter Einstellungen,
Verwalten von Bauteilbibliotheken eingefügt. Somit sind sie auch zur Verfügung hier im Schaltplaneditor. Und jetzt müssen wir eigentlich nichts anderes tun, als dasselbe nochmal durchzuführen mit unseren Footprints. Footprints benötige ich ja hier nicht im Schaltplaneditor, sondern die benötige ich ja hinterher bei unserem PCB-Layout-Editor, der da PCB-New heißt. Deswegen starten wir einmal PCB-New, indem wir jetzt hier oben auf dieses Icon klicken. PCB-New startet. Es sind hier auch keine Bauteile oder Footprints drin, weil wir ja noch nichts angefertigt haben. Hier im PCB-Layout-Editor machen wir eigentlich das Gleiche wie gerade eben im Schaltplaneditor. Wir gehen hier auf Einstellungen, Verwalten von Footprint-Bibliotheken, klicken einmal und erhalten im Grunde genommen das gleiche Bild, nur sind das hier keine Schaltplansymbole, sondern eben Footprints, sogenannte Stellplätze für unsere Bauteile. Wir gehen also wieder hier hin und klicken einmal hier in der Mitte auf diese eine existierende Bibliothek der Tabelle hinzufügen. Bitte achtet darauf, dass ihr nicht in diesem Reiter hier oben seid, sondern in globale Bibliotheken. Das heißt nichts anderes wie die Bibliothek, die ich jetzt hier KiCad mitteile, soll für alle Projekte zur Verfügung stehen. Ich kann auch hier sagen, dass sie nur für dieses Projekt, was wir jetzt gerade erstellen, zur Verfügung sein sollen. Aber für zukünftige Platinen, die wir dann erstellen wollen, ist es immer gut, sie zur Verfügung zu haben. Deswegen globale Bibliotheken. Wir klicken einmal hier drauf und es öffnet sich auch hier so eine Art Browser. Wir gehen wieder in unserem Ordner hier KiCad und sagen hier Lib. Klicken einmal hier auf das kleine Icon hier. Da haben wir sie schon drin. Und zwar ist das die Bibliothek digikey-footprints.pretty. Wir markieren sie einmal. Wir brauchen hier in diesem Fall nur den Ordner markieren und klicken dann auf OK. Ich tue das nicht, weil die Bibliothek hier bei mir schon drin ist. Wenn ihr dann OK geklickt habt, findet ihr die Bibliothek auch ebenfalls hier und könnt dann diese Footprint-Bibliothek mit benutzen. Also so viel dazu. Ihr habt also eine Bibliothek von einem anderen Hersteller, Versender oder User hinzugefügt. Ich beende jetzt hier mal den Schaltplaneditor und den PCB-Editor und bin dann hier wieder am Anfang. Als nächstes möchten wir dann beginnen mit unserem Schaltplan, den ich erstellen möchte. Doch zuvor, bevor wir damit beginnen, möchte ich ganz einfach nochmal euch einen kleinen Hinweis geben. Ich möchte euch das auch nicht vorenthalten. Wir haben ja jetzt eine Bibliothek von GitHub, von der Firma DigiKey heruntergeladen. In GitHub gibt es eine ganz große Anzahl an Usern, die auch Schaltplan Bibliotheken bzw. Footprints erstellt haben. Gebt da einfach mal in GitHub als Suchbegriff KiCad Library oder so und ihr werdet eine sehr, sehr große Anzahl an Treffern erhalten. Eine der wichtigsten Bibliotheken, die, wie ich meine, und die viele User auch nutzen, ist die sogenannte Walter Bibliothek. Die heißt einfach so, weil der User mit Vorname Walter heißt und der Mann, der gibt sich da große Mühe, immer neueste Sachen da zu erstellen. Ich gehe mal auf die Seite von ihm. Den Link zu dieser Seite, zu der sogenannten Walter Bibliothek, so wird sie bei uns auch meistens genannt. Den Link wird der Daniel unten in die Beschreibung reinsetzen und euch die mal ansehen. Dann kommt ihr auf diese Seite hier und ich scroll mal ein wenig runter. Also der hat tausende von Footprints und verschiedenen Schaltplanbibliotheken erstellt. Die ist ziemlich lang, so dass ich hier nur einen kleinen Ausschnitt mal zeige. Hier Transmission ICs, dann hier Transistor Bibliothek, MOSFET. Hier sind alle MOSFETs und Transistoren drin. Ihr könnt diese Bibliothek euch
auch downloaden, ja, hier auf Transistors klicken, dann kriegt ihr die gesamte Liste hier und dann könnt ihr die ebenfalls so einbinden, wie eben gezeigt. Des Weiteren für den 3D-Viewer benötigt man ja sogenannte Cut-Zeichnungen, also 3D-Zeichnungen. Und Walter hat sich hier große Mühe gegeben, auch diese hier zur Verfügung zu stellen. Also hier zum Beispiel die verschiedenen 3D-Modelle für Knopfzellenbatterien in verschiedenen Größen. Wie man sie einbindet, werde ich im späteren Video mal zeigen. Hier sämtliche Kondensatoren, dann hat er hier 3D-Modelle für verschiedene Stecker und wer sich hier im Audio-Video-Bereich Platinen erstellen möchte, findet auch hier 3D-Modelle und Footprints und Schaltplan-Symbole für den Audio-Video-Bereich. Ihr seht das hier mit SCART-Stecker und Cinch-Stecker und so weiter hier. Und ich scroll hier schon die ganze Zeit und es nimmt hier kein Ende. Ja, es ist alles vorhanden, was das Herz begehrt. Auch 3D-Modelle hier für den Arduino Uno. Da kann man diese ganzen 3D-Modelle für die Pin-Header hier runterladen oder nochmal Lüsterklemmen hier, Klemmleisten. Also ich kann dazu nur sagen, geht auf diese Seite, guckt euch das an, was ihr davon gebrauchen könnt. Hier von der Computerecke 3D-Modelle für USB-Ports, Netzwerk-Ports und so weiter. Und dann auch alles schön sauber hier aufgeführt. Ich wollte es erwähnt haben, ich wollte es auch nicht vorenthalten, dass ihr wisst, dass es auch eine Reihe an User gibt, die sowas machen. Wenn ein Bauteil oder ein Footprint in KiCad nicht vorhanden ist, sucht bei Google, sucht bei GitHub. Irgendeiner wird dieses Bauteil schon lange, lange vor euch erstellt haben und er wird es auch kostenlos für euch zur Verfügung stellen. Das kann ich euch versprechen. Also ich musste in den seltensten Fällen eigene Footprints bzw. Schaltplansymbole hier in KiCad zeichnen, sondern ich habe sie mir immer irgendwo downgeloadet und irgendwo auch wieder gefunden und brauchte mir da die Mühe nicht machen. Ja, liebe Freunde, ich merke gerade, dass mir mal wieder die Zeit davon gelaufen ist und deswegen will ich auch jetzt hier diesen Teil abbrechen. Und wir beginnen dann beim nächsten Video mit der Erstellung des Schaltplanes. Nicht nur schauen, sage ich immer, macht es mal selber. Erstellt euch mal selbst diese Bauteilbibliotheken und bindet sie dann in KiCad ein. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen. Euer Jürgen.